Es gibt eine kleine Überraschung für alle Wiener. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, von mir ein kurzes Statement nach dem Job. Ich bin eigentlich im Endeffekt sprachlos. Liebe Leute, die ersten zwei Hoodies, der Cascabel Lucides Hoodie auch, der, den ich gerade trage, zum stolzen Preis von 137 Euro, war nicht mal nach zwei Minuten komplett sold out. Ist mittlerweile im Resell angeboten, ist nicht das einzige Piece, aber unter anderem geht dieser Hoodie für 400 Euro weg, auch nicht schlecht. Auch das Shirt bei 150, das waren die einzigen Pieces, die ich schnell mal so gesehen habe. Keine Ahnung, was mit den restlichen Pieces los ist. Aber für Reseller lohnt sich das anscheinend. Auch der nächste Hoodie, der Bullseye Bandits Hoodie, war nach 2,5 Minuten weg oder so. Also wirklich, also nicht mehr normal, wie ihr zugeschlagen habt. Auch die Seite wäre fast down gegangen. Ich möchte mich irrsinnig bedanken dafür. Die letzten Pieces waren dann gegen 24 Uhr, war dann, oder 1 Uhr in der Früh, ich weiß nicht mehr genau. Wir haben die ganze Nacht verpackt. Übrigens in meiner Infobox dann nochmal das Video dazu. Der komplette Vlog, was an diesem Tag abgegangen ist, und da ist viel Scheiße auch passiert, also schaut auf jeden Fall mal rein. War wirklich krank, da war dann im Endeffekt alles sold out, bis auf ein T-Shirt, von dem haben wir, glaube ich, immer noch online um die 20 Stück oder so, also wer nichts mehr ergattert hat, etwas zu spät dran war, kann sich, wenn er Glück hat, vielleicht noch ein Shirt holen auf mmjena.com. Ich möchte mich irrsinnig bedanken für diesen Support. Gleich vorweg, nein, es wird wie versprochen keinen Restock geben. Wartet auf die nächste Kollektion. Ich bin irrsinnig dankbar, dass es da so gut bei euch angekommen ist. Es sind ja unzählige Kritiker laut geworden, die gemeint haben, es ist zu teuer und das wird sowieso niemand kaufen. Allein vom Feedback her von euch habe ich jetzt einfach gemerkt, dass wir in die richtige Richtung gehen und ich möchte mich irrsinnig dafür bedanken. Die meisten werden ihre Pakete, zumindest in Österreich, noch vor Weihnachten bekommen. Alles, was außerhalb von Österreich ist, dauert natürlich länger. Wir haben aber 90% der Pakete gestern in der Nacht noch verpackt, damit sie heute schon verschickt werden können. Also das war ein irrsinniger Aufwand. Es ist auch ein Malheur passiert. Ja, das Seidenpapier ist irgendwie abhanden gekommen. Das heißt, es gibt kein Seidenpapier. Alles in dem Video, schaut einfach den Vlog von gestern an, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig teilweise. Danke an alle Leute, vielen lieben Dank. Übrigens, die Handycovers haben wir von 37 auf 27 Euro herabgesetzt. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach zu teuer war, wir haben es eingesehen. Für diejenigen, die trotzdem um 37 Euro gekauft haben, meldet euch bei uns, ihr bekommt einen 20 Euro Gutschein, ich verdoppelte die Summe, auf die nächste Kollektion. Danke nochmal irrsinnig für den großartigen Support, es waren hier sehr viel, hauptsächlich aus Deutschland bestellt, dann Österreich, dann kam direkt danach die Schweiz, Liechtenstein und natürlich auch Italien. Das waren so die Länder, die ich verfolgen konnte. Ich habe nämlich jedes einzelne Paket auch mit selbst verpackt, alles nochmal kontrolliert und dann meine Kontrollnummer draufgepackt. Also hier ist wirklich, ich blute für meine Marke. Ich habe auch einiges an kleinen Schürfwunden von diesen nächtelangen Verpackungen mitgetragen. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich in jeden einzelnen Arbeitsprozess möchte ich mich einfach mit integrieren, damit ich wirklich schauen kann, ob alles mit rechten Dingen zugeht und weil da einfach mein Herzblut, meine Leidenschaft drin steckt. Es gibt eine kleine Überraschung für alle Wiener. Also checkt meine Instagram-Story ab, MaxOpenMe, da gibt es ein kleines Zuckerl für alle, die aus Wien kommen, weil wir eine Wiener Marke sind und für Wien-Umgebung. Schaut da rein, wird sich auf alle Fälle lohnen. Ich möchte aber nicht zu viel verraten. Danke vielmals, jetzt habe ich eh schon das vierte Mal gesagt, jetzt sage ich das fünfte Mal. Danke fürs Zusehen, das war's von mir. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich arbeite jetzt direkt weiter an der zweiten Kollektion und am Sonntag gibt es eine Reaction. Unser Harry Potter hat schon wieder einen Zauberspruch von sich gelassen. Das werden wir uns genauer anschauen. Das war's von mir, euer Maximilian.